Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf Minmus bei Kerbal Space Programm. Mein Name ist Master Schröder und wir wollen eine Runde bohren auf Minmus und mal gucken, ob das einfach so geht. Man einfach so den Bohrer einsetzen kann. Oh, okay. Kippel, kippel, kippel. Dann werden wir hier mal den Bohrer auch einsetzen. Dann hebt das ein bisschen das ganze Gerät aus. Okay, gut. Dann wollen wir mal den Oberflächenbohrer starten. Der wird aber ziemlich schnell ziemlich warm. Dann wollen wir den hier auch mal starten. Erzrate 1, irgendwas pro Sekunde. Kippel ist aber hart, ne? Das muss man schon mal sagen. Gut. Wir haben 0,09 Erz und haben jetzt gemerkt, dass die Bohrer ganz schön warm werden und wir keine Kühlung dafür bei haben. Und hier auch nicht durch die Gegend haben, ne? Wärmeeffizienz 100%, 99%. Geht natürlich wieder runter. Interessant ist wirklich, dass das ganze Gerät dadurch hier so durch die Gegend toppelt, ne? So, jetzt müssen wir den wieder mal ausmachen hier, glaube ich, sonst überhitzt er uns. Hä? Der ist noch so warm? Wieso ist der auch so warm? Hat das ganze Ding jetzt hier so eine Temperatur? Sehen wir es natürlich nicht. Ich habe keinen Fieberthermometer dabei. Okay, das finde ich natürlich eigenartig. 0,24. Ja. Hätte den auf der anderen Seite hätte ich jetzt als Kühler eingeschätzt. Oh. Bohrt sich auch so langsam runter. Frage, wie warm wird der, ne? Also wird der so warm, dass er denn gar nichts mehr macht, oder? Ah, die haben schon ihre eigene Temperatur, ja. Gut. So sollen wir hier 400 Eisenerz rauskriegen. Ich glaube da, jetzt weiß ich, wozu die Kühlpads gedacht sind. Das, gut. Wird wahrscheinlich als konstruktiver Mangel schon, vielleicht sogar schon unter dem einen oder anderen Video gestanden haben. Wir haben hier natürlich jetzt dadurch, wie sieht es überhaupt eigentlich aus, wenn ich so ein Ding hier betreibe mit Strom? Hält sich die Grenze, oder hält sich die Waage, ne? Ja, die Frage ist wirklich, geht der Bohrer kaputt? Und wo transportiert er uns hin? Wenn ich jetzt einfahre. Kippelt zwar auch noch ein bisschen, sieht aber ein bisschen schöner aus, naja. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Vielleicht haben wir einfach ein bisschen zu weit hoch angebaut. Er geht natürlich mit der Wärmeeffizienz immer weiter runter. Und was die Oberflächenbohrer, was die Last hier angeht, das weiß ich auch nicht. Aber wenn er 700 Kelvin Kerntemperatur hat, ne? Dann ist ja verdammt nochmal ganz schön heiß. Hm. 0,66 haben wir jetzt, ne? Und er ist bei nur noch 10% Effizienz. Das Ding können wir mal stoppen, der muss jetzt wieder kalt werden. Fahren wir den auch mal wieder ein. Ja, dann lassen wir uns erstmal kalt werden hier und werden mal ganz kurz Kippel ist echt interessant. Naja, gut, okay. Ist halt so. Ein bisschen was haben wir hier. 400 Erzeug so rausholen.
Wie willst du denn das machen? Da bist du ja morgen noch nicht fertig mit. Na gut. Wir haben ein paar Jahre dazu Zeit. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt einfach dann einschalte und den hier stehen lasse. Das könnte ich ja nicht machen. Komm. Hier Bohrer einsetzen und dann, wenn der eine Bohrer kaputt geht, dann wissen wir, okay, das war falsch. Ansonsten soll er einfach mal bohren und ich denke mal, der wird ja nicht auf 0,0 hinlaufen, oder? Ich weiß auch nicht, ob wir woanders noch hinfahren müssen, aber naja, Erzrate ist ein bisschen was, können wir hier kriegen. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Weltraumzentrum und lassen das Ding da umbohren. Irgendwann wird er keinen Strom mehr haben, dann kann er abkühlen und wenn er wieder Strom hat, dann kann er weitermachen. So. Da sind wir jetzt erstmal ein bisschen rabiat unterwegs, was das angeht. Wir werden hier kurz das alles mal entsorgen. So, gut. Dann gucken wir mal hier. Stelle eine Flagge auf Minmus auf. Ja, okay. Rette aus der Umlaufbahn um Minmus. Ach, Quatsch. Baue eine Orbitalstation um Minmus. Das ist doch was. Da könnte man vielleicht mal... Besitze eine Einrichtung, die mindestens 18 Kerbals unterstützt. Baue eine Station mit Antenne, Andockluke und Stromerzeugung, nicht angeschlossen. Besitze 5000 Einheiten Erz auf deiner Station. Halte 10 Sekunden lang die Stabilität. Bringe deine Station in die Umlaufbahn von Minmus. Habt ihr sie noch alle? Nö. Ich stelle eine Flagge auf Minmus auf. Fallschirm. Nee, ernsthaft, nee. Das kann ich nicht machen. Geht nicht. Wir werden jetzt nochmal, das ist ja 5000 Erz auf der Station. Alter, was ist das denn hier? Eine Linerei. Achso, sind die ganz anderen Planeten. Gut, verschwindet gleich. Gut, okay. So, Space Lab. Wie sieht Space Lab aus? Fliegen wir da mal hin. Oder damit mal noch ein Stückchen weiter. Müssen wir mal ein bisschen so die Missionskontrollen, also überall mal reingucken in jede Mission, was die so gerade so macht. Wie sieht's hier aus? Ihr habt schon mal 8 Wissenschaft geschafft. Na, das ist jetzt nicht allzu viel. Okay, na gut. Dann habt ihr nicht allzu viele Tage auch gehabt, ne? Nee, es war, glaube ich, 10 Tage her, wo ich das letzte Mal hier war. Aber das ist erstmal nicht weiter schlimm. So. Kann ich jetzt eigentlich, wenn ich hier nochmal einen Crewbericht mache? Nee, der bringt nichts mehr. Okay. Gut. Gut. Okay, nee, das ist alles vollkommen in Ordnung. Und den Treibstoff, den wir haben, den nutzen wir lieber zum Einbremsen, dass wir wieder heile runterkommen. Als dass wir damit irgendwas machen wollen. Also hier oben ist ja, glaube ich, die Absprengung, ne? Ja. Das Ding muss ja bloß landen. An dem einen Fallschirm. Naja, gut, okay. Da war ein bisschen, könnte ein bisschen knapp werden, aber könnte klappen. Gut. Dann haben wir das Space Lab auch nochmal kontrolliert. Und dann... müssten wir eigentlich wirklich nochmal den Satelliten nach Duna schicken. Der an Duna dran vorbeifliegt, ein paar Daten holt. Und vielleicht Weltraumdaten noch dann aus dem Weltraum um Ike besorgt. Ihre gravimetrische Untersuchung von Ike durch. Da müssen wir mal einen Weltraumflug über 9500 Meter, über 11.000 Meter in der Nähe von... Ja, da müssen wir mal gucken, inwieweit wir das hinkriegen. Wir werden jetzt nochmal Weltraumstation. Ich weiß nicht, ob ich eine Meldung kriege, wenn... der Bohrer kaputt ist oder wenn das da explodiert. Kann möglich sein, dass ich dann mal eine Meldung hier auf dem Bildschirm sehe, so von wegen Raumfahrzeug, Bohrmaschinen Version 1.0 auf Minmus ist gerade explodiert. Oder? Kann ja passieren. Weiß man ja nicht. Lass uns erstmal bohren da oben. Wir brauchen auf jeden Fall einen Satelliten, den wir in Richtung Duna schießen können. Und da können wir ja mal ganz kurz hier öffnen. Nicht speichern. Da müsste es doch eigentlich ein Duna-Länder. Duna-Sonde One gibt es hier. Duna-Länder. Laden wir den mal. Ah, der sieht schon mal ganz gut aus. Hat hier oben alles Mögliche. Ende müssen wir austauschen gegen eine große. Gehen wir hin. Da haben wir ja hier die Möglichkeit, zu denen dann zu nehmen. So.
Dann haben wir hier alles Mögliche dran, womit wir Daten holen können. Das Ding soll denn aber nicht da landen. Das soll ja wieder zurück zu uns kommen. Das heißt, wir werden das Ding mal ein bisschen verlängern, indem wir da einen kleinen Tank einbauen. Wir werden das mal ganz kurz hier auseinanderziehen. Einen Kraftstofftank noch dazu nehmen. Diesen hier. Ne, warum ist denn der immer so quer? Ach, der ist viel zu klein. Mit den. So, passt noch in die Haube rein? Passt noch in die Haube rein, ne? Ja. Gut, dann hat das nämlich noch ein bisschen mehr Kraftstoff, um wieder zurückzukommen. Die Füße brauche ich eigentlich nicht. Der muss ganz kurz mal bei Ike vorbeigucken, ein paar Daten sammeln und dann im Vorbeiflug an Dona und dann müssen wir wieder zurückkommen bis zur Erde. So, dann haben wir hier nochmal eine Station. Was haben wir denn hier in der Mitte für Kraftstoff? Warte mal, was haben wir denn hier unten für ein... Das ist schon das Hauptsegel oder nicht? Moment, wie heißt du? Das ist der Skipper. Das werden wir mal austauschen. Wir werden dann... Ach, warte mal, da müssen wir mal ein bisschen höher nochmal gehen. Warte mal. Hier oben, zack, 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 wo ist mein Satellit? Da. So, auch ein bisschen Platz nach unten. Ich brauche denn mal noch ein Stückchen mehr Kraftstoff. Ich das dann nochmal ansetzen. Mach ich mal ganz kurz. So. Okay. Jetzt. Da ansetzen. Und dann bauen wir hier unser Mauersegler mal an. Das Hauptsegel. So. Dann können wir hier nochmal nach oben ein Stückchen. Und dann müssen wir hier die Dinger mal einmal abnehmen. Und bis nach ganz unten setzen. Und das natürlich so viel wie geht. 8 Stück. So, dann sieht das doch schon ganz gut aus. Und dann machen wir hier nochmal den Deckel in schräg drauf. Nee. So. Dick sieht's aus. Und... Auf wie viel Prozent stehen die? 75, das sollte reichen. Hauptsegel ist unten dran, damit kommen wir nach oben. Hier oben haben wir jede Menge Treibstoff mit dem Triebwerk, was uns dann dahin beschleunigen soll. Das SAS haben wir hier oben dran, wir haben Solarzellen dran, wir haben Fallschirme dran. Weiß ich nicht, warum die nicht ausgelöst hatten das letzte Mal, da müsste man mal gucken. Die hier irgendwo woanders noch mit drunter kriege. Irgendwie. Irgendwie nicht so, ne? Aber wenn die so klein sind, ne, dann könnte ich die doch eigentlich hier oben dran bauen. Warte mal, genau. Könnten doch wunderbar hier dran passen. Zack. Haben wir doch noch ein paar mehr Satelliten, ein paar mehr Fallschirme. So, das brauchen wir ja nachher, wenn wir auf die Erde zurückkommen. Alles klar, da ist ja wieder eine Menge Strom drin, da ist das drin, hier ist das drin, hier ist Energie drin, hier ist jetzt richtig was gebacken. Der Duna-Länder, das wird denn der Duna... Duna... So, das Ganze speichern wir und starten auch gleich. Jetzt haben wir natürlich nicht geguckt, wie die Planeten stehen, aber umständlich nach Duna, das kennen wir ja schon. Wir werden jetzt auch bloß noch starten und dann werden wir den Rest, wenn wir dann machen. Aber ich will jetzt schon mal die Mission vorbereiten. Ich werde, glaube ich, noch 3 solche Dinger nach oben schicken. Dann jetzt nach und nach, die dann Eve mal gut besuchen sollen und vielleicht einen, den wir noch rauskatapultieren. Oder dann ganz nach innen, wie heißt der in der Mitte? Merkur? Keine Ahnung. Was jetzt nicht, wie der Name hieß, offiziell hier in dem Spiel. Gut, das könnte natürlich gleichzeitig starten, das wäre ganz cool. Das sprengen wir dann ab, das kann dann abgesprengt werden, dann kann das abgesprengt werden. Was ist das da, was da abgesprengt wird? Dann wird das abgesprengt. Wieso sind da 2 solche Absprengungen? Weiß ich noch nicht. Sind wir die Landung, wenn die Länder nachher? Alles klar, okay. Gut, die Platte kann ja eine Weile mitfliegen. Kein Problem. Ich würde sagen, 3, 2, 1, SRS anmachen und dann starten.
Und dann geht das auch schon los hier. Ganz schön viel Druck von unten. So viel brauchen wir gar nicht. Das sollen mal schön die Feststoffbooster erstmal erledigen hier. Bevor unser Hauptsegel uns dann in den Orbit bringt. Oder nah an einen Orbit. Die Dinger, die sind echt schon nicht schlecht hier, die großen Booster. Ich weiß gar nicht, kriegen wir da nochmal größere? Ich glaube schon, ne? Wenn wir noch ein bisschen forschen, kriegen wir aber schon nochmal größere zusammen. Dann machen wir jetzt erstmal einen Flug nach Duna, oder wir haben das Ding erstmal Duna-Expedition genannt. Wir können es erstmal hochschicken und dann gucken, wie die Planeten stehen. Das wäre vielleicht cleverer gewesen, wenn man das vorher macht, aber naja. Clever ich, passt nicht. Aber gut, das haben wir ja schon gemerkt. Gut. Aber da haben wir schon Routine drin, ne? In solchen Raketen jetzt so hochschießen, das ist schon, das funktioniert schon ganz gut. Das haben wir schon ganz gut im Griff. Geht auch ratzfatz jetzt hier durch diese Atmosphärenschicht durch, ne? Haben dann noch knapp 600 Meter pro Sekunde drauf. Und dann haben wir jetzt hier schön unser Hauptsegel, was uns, wo wir dann uns ganz langsam jetzt eindrehen auf eine Umlaufbahn. Das macht, das schiebt aber auch ordentlich an, ne? Na gut, aber es geht dann natürlich auch jede Menge Treibstoff durch, ne? Also das muss man auch sagen. Das ist wirklich was, was da wirklich auch richtig gut durchläuft. Der Verbrauch 54 und 44, also das ist schon sehr stark der Verbrauch. Aber gut, so ist es halt. Huch. Jetzt hier, da haben wir jetzt einen solchen Tank, noch einen solchen, noch einen. Aha, okay. Ach, dann noch so einen. Okay. Gut, ja, sieht ein bisschen geflickschustert aus, ne? Muss man ja ehrlich sagen. So ein bisschen schon, aber gut. Der Aufstieg scheint aber gut zu werden hier. Wir sind noch nicht allzu viel in die Höhe. Genau, 117 sind wir jetzt. Können wir jetzt hier schön quer gehen. Und uns noch ein bisschen Entfernung holen. Natürlich auch Höhe, aber wir müssen sowieso raus aus dem Orbit von, oder raus aus dem Schwerefeld von Kerbin. Da haben wir noch genügend, wo wir beschleunigen müssen. Aber hier haben wir natürlich dann auch schon ganz gutes, ganz gut nochmal, was uns eigentlich, das hat ja eigentlich ausgereicht letztes Mal, wo der Dings dran war sogar, um uns hin und zurück von Duna zu bringen. Also ich denke mal, das, ich weiß gar nicht, ob welche Rakete ich das gemacht habe, die hätte ich vielleicht mal auch hoch durchladen sollen. Die habe ich bestimmt auch gespeichert, wo ich dieses Okolyten-Ding da zu Duna geschickt habe. Ein sauberes Ding geworden hier. Das kann ich so vollkommen gutheißen. Dann machen wir hier ein Manöverchen, dass wir uns mal einen Orbit haben hier. So. Und dann richten wir uns schon mal aus. Ups, das ist ein achtes automatisches Speichern was. So. Können wir das schon mal absprengen. Und dann sehen wir hier unseren Satelliten. Indem wir jetzt sagen, fahr mal deine Solarmodule aus. Ausfahren. Sind wir schon mal auf der sicheren Seite, dass das klappt. Und dann gucken wir uns mal an, nachdem wir dann auf einer Umlaufbahn eingeschlagen sind, beziehungsweise die Umlaufbahn fertig haben, gucken wir uns mal an, wie die Planeten stehen und dann gucken wir, wo wir hinkommen. Mit dem Treibstoff, den wir haben. Wir wollen natürlich auch zurückkommen, ne? Das ist natürlich das ganz Wichtige an der Sache, dass wir auch den Plan haben, wieder zurückzukommen, nachdem wir bei Duna einmal kurz waren. So. Dann machen wir hier mal Zündung. Jetzt.
Also ein Tank darf sich hier durchaus leer brennen jetzt, so. Mit quasi dem, also nicht komplett leer brennen, aber mit der Möglichkeit halt zu fliehen. Da ist die Sonne jetzt, so. Okay, interessant. Wenn wir es also ganz groß machen, dann schießen wir vor uns hin. Also wenn wir jetzt den, die Flucht hier draus schon wagen würden. So. Jetzt haben wir einen Orbit. Und gleich ist er auch groß genug, so wie wir ihn gerne haben möchten. Bisschen ein bisschen dran vorbeigeflogen sind wir hier an dem Punkt. Naja gut, das kriegen wir mal wieder hin. So soll es sein in etwa. Wie sind wir? 7,1 Meter pro Sekunde genau dran gekommen. Ist okay. So, jetzt gucken wir uns doch mal an, wie die Planeten stehen. Wie steht denn... Ach, du ahnst es nicht. Auf der ganz anderen Seite. Aber der ist günstig, ne? Eve ist günstig. Da könnten wir uns hier echt denn einfach runterfallen lassen und dann Eve hier hinten mit einholen. Natürlich nicht auf Eve landen oder irgendwas. Gut, dann wird das jetzt die Eve-Mission. Dann müssen wir dann warten, bis der hier mal irgendwann da ist, wo er hingehört. Das Ding müssen wir mal entfernen. Nee, das sieht ja furchterregend aus. Und hier ist unser Weltraumteleskop. Ich glaube, wir müssen mal unsere Raumbasis ein bisschen vergrößern. So gut, dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir hier uns in der Richtung dann Manöver hier hinzufügen und dann einfach mal rauskommen hier aus Körbel. So, jetzt ein paar raus aus Körbel. Definitiv schon mal der Fall. Und dann haben wir so ein bisschen schräg liegende Umlaufbahn, aber 800 Meter pro Sekunde brauchen wir dafür. Für Eve müssen wir, glaube ich, so unsere Bahn anpassen, weil Eve ist ein bisschen schräg im Weltraum unterwegs, ne? Ja. Aber für Eve sieht das eigentlich ganz günstig aus hier. Ne? Dann müssen wir mal gucken, wenn wir das jetzt als Ziel setzen. Viel Eve, dann haben wir eine 2,1 Grad. Naja gut, das ist... Weiß ich nicht, wie viel das ist, wie viel das ausmacht. Dann wenn wir denn hier Manöver hinzufügen, ach, so müssen wir, glaube ich, oder? Ja, ups, da war es schon. Das ist ja nippelig. So, 0,0 Grad. Ja. Und dann können wir uns eigentlich auch schon, kann man eigentlich gleich sagen, dass wir uns hier dann reinfallen lassen wollen, ne? Also in Richtung Eve. Sollte doch wesentlich schneller sein als wir. So weit hinten. Nächste Annäherung ungefähr eine halbe Umdrehung. Also wir sind denn hier, während... What? Wir müssen doch schneller sein als wir, wenn wir hier auf der Außenbahn unterwegs sind. Das heißt, wenn wir hier lang fliegen, dann müsste er uns doch eigentlich innen drin überholen. Wir sind doch nicht hier. Das ist die Entfernung. Ernsthaft. Passt ja unser Winkel auch nicht mehr. Minus 8, ah. Guck mal an. Sand. Wir haben auch hier so ein Manöver. Eve Periapsis ist ja elendig lang weit weg noch. 0,8 Grad immer noch. 1 Grad, okay, dann müssen wir mal in die Richtung gehen. Minus 0,7. Minus 0,8. Ich glaube, das liegt noch an dem... Und dann machen wir mal raus, so. Manöver hier hinzufügen. So, dann machen wir dann erstmal ein bisschen langsamer. Jo. Dann müssen wir hier mal die Bahn noch in die Richtung, legen, in die es wirklich muss.
Ah, der falsche Knopf. Ich hier noch zu nah dran oder so? Weiß es nicht, keine Ahnung. Kaum bin ich hier, dann geht's da richtig gut, ne? Da ist er eigentlich genauso, wie ich es denke, dass ich ihn dann innen drin überholen werde. Da passt die Gradzahl dann nicht mehr, ne? Warte mal, wie sieht das aus hier hinten, wenn wir da lang kommen? Ja. Die war nicht mehr repariert dann. Na gut, wir hätten eine Berührung mit Eve und können dann erstmal Eve erforschen und. Puh. Ja. Ne? Sind jetzt aber hier schon, glaube ich. Ne, wir sind noch nicht drüber weg. Gut. Also wir müssen erstmal die Zündung richtig hinkriegen, damit das hier funktioniert, damit wir denn da irgendwo hinkommen, wo wir da hinkommen wollen. Gut, okay, alles klar. Dann ausrichten. Sind jetzt ein paar Manöver, die wir machen müssen. Ich meine, das kann ja durchaus auch mal Zeit kosten, weil wir müssen dann mal irgendwann noch. Also ich will jetzt wirklich nur einen Vorbeiflug, ne? Drive-by machen, ein paar Daten holen und gut ist. Also noch nicht landen damit. Gut, hängt vom Treibstoff ab, den wir haben. Wenn wir genügend Treibstoff haben, dann landen wir auf dem Mond vielleicht, da auf dem, von dem Ding. Können wir ein paar Mal, wir können ja die Temperaturanzeige und so, das können wir ein paar Mal auslösen dann. Die böse Eve wurde sie übrigens genannt. Ich weiß noch nicht, womit das zu tun hat. Weiß nicht, warum die Eve böse sein soll. Aber das werde ich sicherlich erfahren, wenn ich dort bin. So. Guck mal vor bis dahin. Dann können wir nämlich jetzt zünden. So. Da geht nochmal gut Treibstoff bei weg jetzt, ne? Mal 42 Sekunden muss es laufen. Das sind noch 420 Treibstoff, die verschwinden. Da glaube ich pro Sekunde, was jetzt abläuft, 10 und wenn wir dann, ja. Ja, das Problem ist halt, dass Eve so ein bisschen liegt halt, ne? Die Flugbahn halt. Das müssen wir dann natürlich rauskriegen, das ist klar. So. Gut. Ne, falsche Taste. M wollte ich drücken. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Hey. Super, reicht noch gar nicht aus. Warum nicht? Jetzt rechts aus. So. An dem Punkt machen wir dann mal weg. Und dann wollen wir erstmal bis dahin fliegen. Das sind 12 Tage, das kriegen wir hin. Manöver hier hinzufügen. Nee, wir spulen mal erstmal vor bis dahin. Jo. Funkstrecke ist weg. Warte mal. Achso, wir sind gerade am Spulen, dann kann ich die Antenne nicht ausfahren. Zum Glück habe ich das mit dem Strom schon geregelt. Minmus, hehe, schön. So, dann machen wir hier mal Antenne ausfahren. Zack, so. Dann haben wir auch wieder Kommunikation. Gut. Oder auch nicht. Wir müssen hier nochmal ein bisschen vorspulen hier, die letzten 3 Stunden.
die wir uns noch im Kerbin Orbit befinden. So. Also ich würde es ja quasi eigentlich begrüßen, wenn wir erst die Flugbahn anpassen und dann hinschießen, aber das scheint ja nicht ganz so zu funktionieren, wie ich das ganz gerne hätte. Komm, lass mich doch bis... Jo, leck's mir doch am... Ein Vorspulen. So, die 7 Minuten noch. Gut, wir sind in einem solaren Orbit mit unserem Raumschiff und hier haben wir sogar eigentlich genau den Punkt, den wir brauchen, um hier Manöver hinzuzufügen, um uns dann eigentlich von der Flugbahn anzupassen. Und das würde ich eigentlich erst machen und dann würde ich versuchen, irgendwie reinzufallen. 300 Meter pro Sekunde, 20 Sekunden, oh, das geht sich aus. Das geht sich aus, aber wir sind schon wieder bei einer halben Stunde bei dieser Folge und wir haben uns jetzt Eve als Ziel ausgesucht, dann müssen wir das Ding noch umbenennen, dass das Eve-Expedition heißt. Das werden wir auch gleich machen. Der Funkkontakt sollte reichen und wir werden dann bloß quasi in hohen Orbit, im Lower Orbit, sowohl vom Mond versuchen, als auch vom eigentlichen Planeten halt, versuchen die ganzen Daten, die wir machen können, ohne dass es sehr viel kostet, also die inneren Teile kostet, wenn ich zurücksetzen können, so jetzt, werden wir das ausführen und die wir, von denen werden wir wahrscheinlich dann im Lower Orbit von, die werden wir im Lower Orbit. Weil die kann man nur einmal auslösen erstmal. Und den werden wir natürlich dann da auslösen, wo wir wahrscheinlich am meisten EP bekommen dafür. Gut. Das zu dem. Und wenn der Planet hier ein bisschen rum ist, ne? Wenn wir hier so sind im Vergleich, also wenn wir da so ein paar Grad dahinter dem sind, dann müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir die Duna-Sonne nochmal starten. Ich denke mal, das müsste in einem halben Jahr eigentlich, wenn wir ein halbes Jahr weiter sind, sind wir hier und erst da. Kann ich bis dahin vorspulen. Von Hauptplaneten bis dahin. Dass wir da eine gute Position haben, um in Richtung Duna zu kommen. Und dann müssen wir halt eben, keine Ahnung, 4 oder 5 Duna-Missionen hintereinander gleich dahin schießen. Wo wir auf Duna woanders landen, oben am Pol, unten am Pol. Von mir aus was Bemanntes gleich mit hinfliegen lassen, was wir denn dort ein paar Mal kreisen lassen, also dass ein paar Sonden gleichzeitig unterwegs sind, wo wir dann natürlich den Stress haben mit Sondenhopping, dass wir da immer schnell dann die Sonden einsortieren müssen. Gut. Puh. Das war eine Folge Kerbal Space Programm hier aus die Game Studio. Mein Name ist Marcel Schröder und die nächste Folge werden wir morgen sehen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Denn tschüss.